Willkommen zu einem neuen EMP-Haul. Diesen Satz habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt, denn eigentlich dachte ich, dass der letzte EMP-Haul noch gar nicht so lange her ist. Vielleicht ein Jahr, 2 Jahre. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, der letzte alleinstehende EMP-Haul ist einfach schon 7 Jahre her, beziehungsweise 7, 8 und 10 Jahre her. So viel zum Thema vor kurzem. Es wird mal wieder Zeit. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich immer nur so ein, zwei Sachen bestellt hatte und die meistens dann auch noch im Sale, und dann hat es sich nicht gelohnt, ein Video zu machen. Deswegen machen wir das heute, und ich muss sagen, ich habe ganz schön zugeschlagen. Und zwar habe ich ja seit November einen neuen Job, und dementsprechend habe ich halt zu Black Friday und zu Weihnachten extrem zugeschlagen. Zudem hatte ich dann auch noch Geburtstag und ja. Lasst euch überraschen, es ist schon ein bisschen was. Ich glaube, ich fange mit dem Kleinsten an und arbeite mich dann zu den größten Sachen vor. Tatsächlich war ich sehr überrascht, dass EMP jetzt auch Ultimate Guard Produkte anbietet. Für alle, die da nicht so drin sind, Ultimate Guard ist ein Hersteller für Trading Card Game Zubehör. Also Sammelkartenspiel Zubehör, wie Magic und Pokémon zum Beispiel. Und sie hatten die Boulder, die ich verzweifelt gesucht habe. Und zwar die 80-plus Boulder. Es gibt auch größere, die sind 100-plus. Also die hier für 80-plus Karten. Je nachdem, ob die Single-Sleeved oder Double-Sleeved sind. Und ich fand den blauen schon immer schön und dachte mir, jetzt schlage ich zu. Sieht im Endeffekt so aus. Und man kann den dann so seitlich öffnen. Das zeige ich euch aber auch gleich. Auf jeden Fall, das hier ist die Farbe Sapphire. Aber ich habe mir nicht nur den geholt, ich habe mir auch Frosted gekauft. Und da ist auch schon mein Deck drin. Deswegen kann ich es euch dann auch zeigen. Also das ist nicht blau, das ist durchsichtig. Beziehungsweise so, ja, Frosted halt. Frosted transparent. Und öffnen tut man die quasi, indem man sie ein bisschen zusammendrückt. Das klappt natürlich nicht mit links. Und dann hochzieht. Und sie sind sehr, sehr stabil, wie man vielleicht sieht. Ich kriege es gar nicht auf. Ah, fail! Okay, lassen wir das. Warum kriege ich das jetzt nicht auf? Ich habe es immer geschafft, aber jetzt natürlich nicht. Jetzt, wo ich es euch zeigen möchte, jetzt geht's nicht. Ah, okay, man muss seitlich ein bisschen draufdrücken und dann wird das auch was. Oder auch nicht. Was ist denn jetzt los? Klemmt der? Warum kriege ich ihn nicht auf? Okay, jetzt habe ich es geschafft. So sieht es im Endeffekt aus. Ja, okay. Sie sind auf jeden Fall sehr stabil. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben, um es zu öffnen. Ich war jetzt live bei diesem Fail dabei. Ja, ihr dürft lachen. Ich habe hier Ohrringe. Die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Die standen aber auch auf meiner Wunschliste. Und zwar sind das, die habe ich nämlich schon getragen, die Gothic Kana Hanging Bats. So sehen die dann aus. Wie gesagt, hängende Fledermäuse mit so roten Steinchen. Sehr niedlich auf jeden Fall. Und hatte ich auch schon sehr oft an. Als nächstes habe ich mir eine Leggings gegönnt. Da sieht man jetzt natürlich nicht so gut. Auf jeden Fall hat sie ein Netz an der Seite. Und ist einfach ganz schlicht schwarz. Ich mag sie auf jeden Fall sehr. Sie ist aus Viskose, was auch mein Lieblingsstoff tatsächlich ist, weil er sich sehr schön anschmiegt, kühl ist, aber doch wärmt. Und er lädt sich auch nicht elektrisch auf, weil es kein Plastik ist. Von daher bin ich rundum glücklich mit dieser neuen Leggings, weil sie ein bisschen extravagant ist und trotzdem schlicht. Als nächstes durften 3 T-Shirts mit von World of Warcraft. Natürlich, musste mal wieder sein. Denn sie hatten dieses zuckersüße, hellblaue Murloc, beziehungsweise Baby-Murloc-T-Shirt. Da kam ich nicht dran vorbei. Das war halt auch im Angebot und einfach sowas von niedlich. Das habe ich mir in XXL geholt. Inzwischen habe ich auch einiges wieder abgenommen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob XXL eine gute Wahl war. Aber das möchte ich eigentlich zum daheim rumgammeln und als Kleid tragen, beziehungsweise halt zum Schlafen. Und ich glaube, da passt es dann doch. Mal schauen. Vielleicht bereue ich die Größe ja doch noch. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall wollte ich dieses Murloc Baby haben. Außerdem habe ich mir endlich mal ein Horde-Shirt gekauft. Allianz habe ich ja schon, aber dieses Horde-Shirt hier wollte ich schon sehr lange haben.
Das ist dieses hier. Ganz schlicht mit dem Horde-Emblem. Und ich finde es tatsächlich schade, dass das Allianz-Emblem ein Löwe ist, weil damit könnte man wirklich schöne Sachen machen, wenn das irgendwie ein verziertes Muster wäre. Mir egal welches, aber ein Löwe finde ich irgendwie blöd. Genauso wie die Kombination aus Gelb und Blau. Das ist ein bisschen schade. Wahrscheinlich ist die Allianz alleine schon wegen diesem Logo und dem Merch nicht ganz so beliebt. Nun ja. Auf jeden Fall habe ich ein Horde-Shirt. Musste sein. Ich fahre ja eh zweigleisig, für alle, die es nicht wussten. Und ganz wichtig, mein Lieblingsshirt von World of Warcraft passte nicht mehr so ganz und ich wollte es unbedingt nochmal größer. Deswegen habe ich mir Vol'jin Memorial nochmal gekauft. Leider nur in XL und nicht in XXL, aber das dürfte jetzt eigentlich auch wieder relativ groß sein. Ich bin mal gespannt. Ich nehme ja gerade sehr ab. Ich habe eigentlich ja 20 Kilo zugenommen. Dann bin ich jetzt wieder 10 Kilo runter. Fehlen also noch 10, deswegen mal gucken, wo ich dann mit den Größen lande. Das ist echt ein bisschen ein Drama momentan mit Klamotten. Aber nun gut, die sind jetzt auf jeden Fall riesig. Hat den Hintergrund, dass ich sie ja jederzeit enger nähen könnte, aber halt nicht größer. Und ich möchte auch die Länge von den XXL-Shirts, damit sie gut über den Hintern gehen, damit ich Leggings dazu anziehen kann. Oder Strumpfhosen. So der Plan zumindest. Und ja, ich glaube, das war dann doch eine gute Idee mit dem XXL und XL. Nun ja. Wer mich kennt oder wer mir schon länger auf YouTube folgt, der weiß, dass ich ein Fan von Tim Burton bzw. auch The Nightmare Before Christmas bin. Und das gefühlt alles, wo Jack drauf ist, bei mir einziehen muss. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich die Klamotten und das ganze Merch generell sehr nice. Und so kam es, dass eine Jack-Tasse bei mir einziehen durfte. Das ist eine Jack 3D-Tasse, nennt sie sich. Und ich fand die eigentlich am coolsten. Also es gab noch eine ähnliche, aber die hat irgendwie den cooleren Henkel gehabt. Und einen Deckel, dass der Tee nicht so schnell kalt wird. Ja, deswegen habe ich mir die mal bestellt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, sie geht mir nicht zu Bruch. Sie ist schon ziemlich groß, aber die Öffnung ist gar nicht mal so groß. Nun ja, ich hatte noch nie eine Tasse mit Deckel. Wird getestet. Und wovon habe ich dann noch genug in meinem Kleiderschrank und kann trotzdem nie genug kriegen? Richtig, Collegejacken. Und jetzt kombinieren wir mal Collegejacken mit The Nightmare Before Christmas. Ich habe mir nämlich tatsächlich diese Collegejacke hier gekauft. Da-da-da-da! Sie hat ein extrem wildes Muster. Zum einen die Streifen vorne, einen Jack auf der Brust natürlich und eben noch Punkte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das so gut finde. Streifen und Punkte kombiniert, beziehungsweise eigentlich sind es ja gerade Streifen, wirre Streifen und Punkte. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich sie sehr feiere, aber ich habe sie deutlich günstiger gekriegt und für den Preis musste sie dann mit. Wir werden sehen, ob ich sie irgendwann verkaufe oder ob ich sie lieben lerne. We will see. Aber ich konnte irgendwie nicht dran vorbeigehen. Ich habe sie immer wieder in den Warenkorb rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Und als sie dann so günstig war, wieder rein. Ja, ihr kennt's mich. Im gemischten EMP und QWERTY Hall habt ihr wahrscheinlich dieses wunderschöne Batik-Shirt gesehen. Und davon habe ich mir jetzt nochmal eins geholt, allerdings in Grau. Und eine Nummer kleiner in S. Davon gab es ja leider, also das Lilane gab es leider nicht mehr in S, deswegen habe ich jetzt halt das hier in S. Und das andere in M, was glaube ich sehr viel zu groß ist auf Dauer, aber wir werden sehen. Dieses hier passt mir auf jeden Fall deutlich besser. Und es sieht auch sehr, sehr hübsch aus, natürlich, sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Und es hat hinten auch wieder diese Alien-Augen, nenne ich es mal, diese Cutouts. Ja, finde ich sehr hübsch. Und freue ich mich schon im Sommer zu tragen. Zusätzlich bin ich schon sehr lange um ein gewisses Kleid von Innocent rumgeschlichen. Und jetzt im November durfte es dann tatsächlich auch mal mit. Ich sage jetzt im November, das Video kommt wahrscheinlich im Mai. We will see. Sehr viel zu spät auf jeden Fall. Egal, Klamotten werden nicht schlecht. Und zwar handelt es sich um das Innocent Aspen Dress. Und zwar dieses hier. Auch wieder Batik und ziemlich lang. Und es hat einen asymmetrischen Saum unten. Und hinten auch wieder ein Cutout mit einem Knöpfchen.
so. Es ist auf jeden Fall sehr luftig, hat keine Ärmel. Und ganz ehrlich, mich hat einfach die Farbe angesprochen. Und ich hoffe wirklich, dass es beim Waschen nicht anders wird. Denn mein wunderschönes Batik-Top, das ich mir als erster gekauft habe, das habe ich leider etwas versaut. Die Sachen von Innocence sind Handwäsche. Ganz wichtig, falls euch irgendwann mal etwas von diesen Batik-Sachen kauft, niemals, niemals, niemals in die Waschmaschine. Auch nicht auf 30 Grad. Tut's einfach nicht. Ich habe mir aber auch noch ein zweites Kleid bei EMP gekauft. Und zwar das, das ich anhabe. Es nennt sich The End of This Chapter und ist von Black Premium bei EMP. Wie ihr seht, es hat hier vorne einen kleinen Cutout mit Schnürung. Die Schultern sind frei. Und dann hat es noch Ärmel bis ungefähr zum Ellenbogen, was ich sehr begrüße, wegen meinen Schwobbelärmchen. Also perfekter Schnitt eigentlich für mich. So ein bisschen Bubis betont, aber nicht zu doll. Schultern betont, dass ich nicht so schmal aussehe oben. Und meine Ärmchen sind auch bedeckt. Ich liebe es tatsächlich. Es ist auch wieder aus Viskose. Und ich glaube, den Rest seht ihr eh nicht. Ja, genau. Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal an und ich würde es mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Noch etwas, was wahrscheinlich viele von mir wissen. Ich liebe Nightwish und ich liebe Cardigans. Und so führte eins zum anderen, dass ich mir den Nightwish Cardigan bei EMP natürlich holen musste. Dieser ist aus Viskose, wie schon erwähnt. Ich liebe diesen Stoff und er hat hinten diesen Print. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Zudem hat er vorne noch eine Rose und eine Kapuze und rundum noch Spitze, die man wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht sieht im Video. Daher hoffe ich, dass ich Nahaufnahmen noch machen kann. Aber ist auf jeden Fall ein sehr schöner Cardigan, der sich nur überhaupt nicht im Video zeigen lässt. Ich glaube, alleine deswegen muss ich wirklich mal mir angewöhnen, noch Nahaufnahmen zu machen oder im Stehen zu filmen. Das wäre vielleicht auch nicht so blöd. Nun ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, die großen Sachen kommen zum Schluss und zwar jetzt. Denn ich habe mir noch so die ein oder andere Jacke gekauft, beziehungsweise so die, ein bisschen doof, dass ich die College-Jacke vorhin schon gezeigt habe, aber egal. Und zwar habe ich mir zum zweiten und dritten Mal meine Lieblingsjacke bzw. meinen Lieblings-Sudi, also Zipper-Hoodie, gekauft. Und zwar diesen hier. Der heißt The Mask of Sanity oder nur Mask of Sanity. Und ist dieser hier. Vorne ist er recht schlicht. Die Kapuze hat so silberne Ösen. Aber das besonders coole ist der Rücken. Und deswegen musste es auch wieder mit. Denn hinten drauf sieht er so aus. Ein riesiges Pentagramm. Sehr cool. Ich finde das einfach so einen geilen Print. Und sie ist so schön kuschelig und groß und toll. Und ich habe sie jetzt in S, M und L. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich mir wirklich noch zwei gekauft oder habe ich mir nur eine gekauft? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, diese Jacke vermehrt sich bei mir. Und die zweite sieht sehr ähnlich aus, ist auch von Gothic Helena. Aber die hat die Details vorne. Und zwar sieht die so aus. Die hat hier vorne an der Schulter so Schnallen und ist sonst schlicht. Und auch an der Kapuze vorne hat es eine Schnalle. Also eigentlich geeignet für die Arbeit, wo ich sie dann tatsächlich auch anziehe. Und dieselbe habe ich auch meinem Freund geschenkt, weil ich finde, das steht ihm einfach mega gut. Und jetzt rennen wir im Partnerlook rum. Ach ja, genau, die Taschen, die haben, also das ist ein bisschen komisch. Hier sind ja auch nochmal Ösen, beziehungsweise so ein Band mit Nieten. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, das ist nicht die Tasche. Die Tasche ist separat, also das hätten sie auch auf die Tasche machen können, aber es ist so ein bisschen wie ein Gürtel, nur senkrecht. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall nicht die Tasche, das wollte ich sagen. Und ich finde die Jacke ziemlich schlicht und cool und trage sie jetzt sehr, sehr oft. Die habe ich tatsächlich wirklich in S und M. Die letzte Jacke für diesen Haul war tatsächlich so ein kleiner Kampf mit mir selbst.
Denn ich habe schon öfter überlegt, ob ich mir sowas zulegen soll und dann habe ich es doch nicht getan oder habe keine gefunden, die mir gefällt. Und dann kam Black Friday und die unschlagbaren Angebote und da musste ich einfach zuschlagen. Es war Schicksal. Ich habe jetzt endlich so eine Jeansjacke. Ich habe keine einzige Jeansjacke, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich mag auch dieses Hellblau überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach so eine schwarze, so Anthrazit geholt. Diese hier nämlich. Die ist von, weiß ich gar nicht, von Red by EMP. Und die hat so einen Destroyed Look. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Also so ein paar Risse halt, so gewollte Löcher, so ein bisschen abgenutzte Ärmel, aber halt alles nicht secondhand, sondern halt wirklich gewollt. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie Patches drauf mache oder nicht. Da muss ich mal noch schauen. Aber ich glaube, ich hole mir stattdessen noch eine Weste und mache dann da was drauf und lasse wahrscheinlich die Jeansjacke einfach mal so. Ich finde es eigentlich ganz cool, so T-Shirts in Oversize und Leggings und dann einfach so eine Oversize-Jeansjacke. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin ja vom Stil her eh irgendwo zwischen Grunge, Metal, Gothic, Nerd, I don't know. Irgendein Mix, ein bisschen Emo vielleicht auch noch. Ein Mix aus allem, genauso wie mein Musikgeschmack. Von daher passt es eigentlich dann auch zu mir, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Und nun, ganz zum Schluss, kommen wir noch zu den Taschen. Beziehungsweise ich habe mir eine Handtasche und zwei Rucksäcke gekauft. Die Tasche war tatsächlich auch so ein Must-Have für mich. Ich schleiche schon seit Jahren um diese Tasche und wollte sie die ganze Zeit haben, habe sie mir aber nie geholt. Ich habe sogar mal eine fremde Frau auf dem Mittelaltermarkt angesprochen, von wegen, hey, kann ich mir mal bitte deine Tasche angucken? Ich schleiche da schon ewig drum rum. Und spätestens da war es dann um mich geschehen und ich musste sie dann haben. Und demnach durfte diese wunderschöne Pentagrammtasche endlich bei mir einziehen. Wie ihr seht, sie hat einfach aus Lederriemen, also sie ist aus Kunstleder, aus Lederriemen hier vorne ein Pentagramm, ist rund, hat hier auch noch mal eine Tasche, hat einen Henkel, das heißt, man kann sie so tragen, aber auch abnehmbar noch einen Umhängegurt. So. Und beim Innenleben weiß ich gar nicht, ob ich euch was zeigen kann. Ich glaube, die hatte nur, ah doch, die hat doch ein paar Fächer. Also sie hat ein Innenfach hier mit Reißverschluss und auf der anderen Seite so Handyfach, Stiftefach, das Übliche. Aber sie ist einfach wunderschön. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich wollte sie unbedingt haben und ich bin super happy, dass ich sie jetzt habe. Und zwar für lächerliche 20 Euro. Für so günstig hätte ich sie niemals sonst bekommen. Das war Schicksal. Der erste Rucksack, den ich mir gekauft habe, war einfach eine Anschaffung, die war schon längst überfällig, weil ich habe nur Handtaschen und so kleine Rucksäcke und auch keinen Koffer und ich war es dann einfach leid, 100 Tüten mit mir rumzuschleppen. Und da ich auch jetzt täglich 5 Stunden zur Arbeit hin und her pendle, also 2 Stunden hin, 2,5 Stunden zurück, mindestens, oft auch länger, und ich halt auch noch eine Fernbeziehung führe, wo ich ja auch noch Klamotten mitnehme, ja, müssen da Essen, Trinken, Regenschirm, Schminkzeug, Wechselwäsche, keine Ahnung, Abschminkzeug, Buch, Tagebuch, Mäppchen und was weiß ich noch alles, extra Taschen, Tüten, Tempos, Masken, Kopfhörer und was weiß ich noch alles rein. Und ich habe einen großen Rucksack gebraucht. Deshalb habe ich mir den Branded US Cooper Backpack gekauft bei EMP. Und zwar den großen. Den habe ich auch dringend benötigt, also größer geht nicht. Und ich trage ihn jeden Tag vollgestopft bis oben hin mit mir rum. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er ist täglich im Einsatz und er war einfach wirklich notwendig. Er hat vorne eine ganz kleine Tasche, eine etwas größere Tasche, dann eine schöne flache Mitteltasche, wo ganz gut irgendwie ein Ordner oder so ein Klemmbrett reinpasst und ein Block zum Beispiel. Und dann das große Hauptfach hinten plus ein Notebookfach beziehungsweise für mich ein Tagebuchfach direkt am Rücken. Und innen im großen Fach ist tatsächlich auch noch ein Netz. Jetzt bin ich auch gut ausgestattet für meine langen Reisen.
Aber weil ein Rucksack natürlich nicht genug ist, habe ich mir noch einen zweiten gekauft, und zwar den Jägerrucksack von EMP. Ich hatte tatsächlich drei Stück bestellt, also drei verschiedene Rucksäcke, um die mal anzuprobieren und zu bepacken und zu gucken, welchen ich denn benötige. Es wurde ja, wie gesagt, der größere, aber ich fand den hier auch echt gut. Und so habe ich beschlossen, dass der tatsächlich für andere Zwecke auch bei mir einziehen darf. Also er sieht im Endeffekt so aus. Er ist riesengroß, er hat unten einen Kunstlederboden, das heißt wasserdicht, was sehr gut ist. Er hat zwei Schnallen zum Festmachen, was ich tatsächlich ein bisschen unpraktisch unterwegs finde. Und was ich halt auch etwas unpraktisch zum ständig auf- und zumachen finde, war, dass es mehr so ein Sack ist. Also es hat auch hier quasi zum Zuziehen nur eine Kordel. Und es ist halt einfach ein riesiger, riesiger, riesiger Sack. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann. Er ist einfach gigantisch. Ja, hat dann hier noch ein Laptopfach mit Klettverschluss. Das kriege ich gar nicht auf, so stark ist das. Aber ihr seht es, glaube ich. Und außen dann noch zwei etwas größere Taschen für etwas zu trinken oder den Regenschirm. Genau, es ist super unständig gerade zu zeigen, es tut mir leid. Auf jeden Fall ist es ein gigantischer Rucksack, Sack. Auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Und ich dachte mir, das wäre perfekt, wenn ich irgendwie noch Klamotten mitnehmen muss, weil ich extra länger bleibe. Oder wenn ich einkaufen gehe, weil ich habe halt nicht so einen Trolley und im normalen Rucksack passen die Sachen halt nicht rein. Gerade irgendwie ein Joghurt oder so wird super gequetscht und braucht eigentlich ein bisschen mehr Platz. Genauso Gemüse und Co. Und da dachte ich mir, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also den habe ich jetzt zu Einkaufszwecken mir mal gekauft. Mal gucken, ob er auch irgendwann mal in Verwendung kommt, weil bis jetzt musste ich noch nicht einkaufen. Ja, ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Verkneift euch. Papas Auto regelt. Mal sehen, wie lange noch. Ich hätte fast das wichtigste Teil für meinen Job vergessen, also neben dem Rucksack. Ich habe mir nämlich auch noch eine Bauchtasche gegönnt von Eastpak, ganz langweilig, standardmäßig. Da sie einfach am praktischsten war. Sie ist auch ein bisschen vollgefusselt von meinem Schal. Also nicht wundern, ich trage die jetzt seit Monaten jeden Tag, den ganzen Tag. Es ist im Grunde einfach ein großes Fach, ein kleines Fach und ein verstecktes Fach. Somit perfekt für alles, was ich mit mir rumtrage. Von Geld über Handy, über Cuttermesser, über Schlüssel, über alles Wichtige habe ich direkt bei mir. Denn ich habe es ja zum Beispiel auch zum Kontrollieren der Kunden gebraucht, dass ich immer mein Handy zum Einscannen der Impfpässe und so nutze. Das war ein bisschen nervig, aber ja. Genau, deswegen habe ich alles griffbereit. Den Schlüssel muss ich mit mir rumtragen, weil Frauenhosen haben bekanntlich keine Taschen und Leggings sowieso nicht. Und da ich meistens in Leggings mit T-Shirt arbeite, I need. Und das war auch schon mein wunderschöner, kleiner, großer EMP-Haul von Ende 2021. Ich habe keine Ahnung, ob ich die alten Sachen noch nachholen möchte. Ich fände es irgendwie cool, daraus noch ein Video zu machen, aber das ist so alt. Das kriegt ihr sowieso alles nicht mehr. Dabei habe ich so coole Sachen geshoppt. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Ich hatte so, so coole Sachen. Und vor allem auch nicht wenig. Wenn ich mal überlege, was ich da 2019 oder so geshoppt habe. Ui. Hätte ich vielleicht doch zeigen sollen. Naja, schade drum. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Sagen wir mal, wenn wir 20 Leute haben, die sagen, ja, will ich haben. Ich will diese Sachen sehen. Dann kann ich das ja noch machen. Aber ich gehe leider davon aus, dass das nicht so viele möchten, weil es die Sachen meistens schon nicht mehr gibt. Ja. Ansonsten gibt es dann halt mal wieder aktuelle Sachen. Ha. Weil ich glaube, ich werde noch ein bisschen was shoppen in nächster Zeit, gerade bei Kilster. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hauls werden definitiv folgen. Das wird hier so mein neuer Hauptcontent. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran, kommt gerne wieder. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Macht es gut, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Shoppen. Schaut gerne an der Seite hier in meine Playlist und in den letzten Haul. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Mal hoffentlich wieder und macht's gut. Ciao.